Hallo, herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute machen wir eine wunderbare Barbary Entenbrust. Die ist aus dem Supermarkt tiefgefroren. Die haben 440 Gramm jeweils. Dann haben wir etwas Rosmarin von Avo La Provencial. Das super starke Gewürz. Dazu ein bisschen Chili. Etwas Salz. Grobkörniger Pfeffer. Und ein Spritz Olivenöl brauchen wir später auch. Ein scharfes Messer und eine Plastiktüte. Ich würde jetzt mal beginnen, diese Brüste schön einzuschneiden. Die schneiden wir so ein, parallel. Nicht ganz durch, nur in dem Fett. Dann machen wir ein schönes Raudenmuster. Schaut so aus. Jetzt nehmen wir unser Gewürz und würden die Brüste schön würzen. Mit dem, habt so einen Streuer hier, schön reichlich. Leicht andrücken. Das drehen wir. Die Hautseite auch schön würzen. Schön in diese Ritzen ein wenig rein, dass das schön durchziehen kann. Das reicht schon. Nochmal wenden und schön einziehen lassen. Jetzt haben wir hier eine Tüte, Plastiktüte. Da tun wir die Filets jetzt schön rein. Jetzt kommt das Olivenöl. Bisschen mischen. Ideal wäre es jetzt, wenn es ungefähr 2 Stunden da drin mariniert. Das machen wir jetzt auch und dann sehen wir uns beim Auflegen auf dem Grill. Wir haben es jetzt schön einmarinieren lassen. Wir nehmen es aus dem Beutel jetzt mal raus. Herrlich schauen die aus. Wer das Avo-Gewürz nicht hat, kann natürlich jedes andere Gewürz auch nehmen. Typisches Entengewürz gibt es im Fachhandel überall zu kaufen. Wir haben jetzt hier einen Sovi XL 94, den würden wir verwenden. Der hat jetzt 220 Grad. Wir würden die Fettseite als erstes auf der Plancha angrillen, dass sie schön knusprig wird. Die Fleischseite auf dem Rost, machen wir ein schönes Branding rein und lassen es dann oben fertig ziehen mit einem Thermometer. So, ich mache mal auf. Ich sehe die Plancha. Da tun wir ganz wenig Olivenöl drauf. Und legen die schön auf die Hautseite auf. Und lassen die jetzt circa 2 Minuten schön gross grillen kann man jetzt sagen, ist ja auf der Plancha schön anbraten, sage ich mal, und schauen dann mal, was passiert. Wir schließen den Grill dafür 2 Minuten. Unsere Brüste waren jetzt 2 Minuten auf der Plancha gelegen. Wer jetzt keine Plancha hat, der kann es natürlich auch auf einem normalen Gussrost machen. Das Problem wird aber sein, dass es dann sehr stark hochbrennt, weil natürlich das Fett schmilzt und dann runtertropft. Jetzt nehme ich die Brüste und grill sie auf 14 Uhr, lege ich es auf, grill sie schön an für 2 Minuten und dann drehe ich nochmal, dass ich ein schönes Muster habe auf jeden Fall. Sieht zwar nicht jeder dann auf der Rückseite, aber der Gedanke zählt natürlich auch. Die 2 Minuten sind bereits auch wieder um, jetzt schauen wir mal nach. Ich habe hier jetzt noch das Fleisch ein bisschen, ist noch gar nicht angegrillt, das nehme ich das Fleisch und tue das kurz auf die Plancha, um das zu schließen. Da ist das Branding, schaut, herrlich. Lege ich das jetzt hoch. Das gleiche mit dem anderen Stück. Da seht ihr das noch, das Fleisch roh. Das möchte ich einfach geschlossen haben. Dann tritt auch nicht so viel Saft aus.
wieder das Branding. Legen wir beide hoch, ja. Genau. Jetzt haben wir hier ein Thermometer. Das ist jetzt von der Firma Grillfürst. Man kann jedes andere auch benutzen. Ich habe das jetzt auf 57 Grad eingestellt und platziere meinen Fühler direkt in die Mitte. Jetzt mache ich die Brenner aus in der Mitte. Links und rechts lasse ich sie auf minimal. Wie es sich gehört, immer wieder abbürsten. Auch jetzt sauberes Grillrost ist immer wichtig, auch wenn man es jetzt nicht direkt braucht. Jetzt warten wir, jetzt dauern die ungefähr, bei 150 Grad hat der Grill, ungefähr 20 bis 25 Minuten, bis wir die Kerntemperatur von 57 Grad erreicht haben. Ihr hört unser Thermometer bieben. Wir haben jetzt 56 Grad. Ich mache es jetzt noch 1 Grad höher. Und jetzt schauen wir gleich nach. Vorhin habe ich was vergessen, den Rosmarin, den habe ich noch oben drauf gelegt. Nur zur Info. Es schaut herrlich aus. Wir entfernen jetzt unseren Thermometer. Und nehmen die Brüste rüber. Jetzt empfehle ich, die nochmal für wenigstens 5 Minuten nachruhen zu lassen, dass sich die Säfte sammeln können und das Fleisch sich wieder entspannt, so dass wir erst in 5 Minuten aufschneiden. Es tut mir leid, ihr müsst noch eine Sekunde warten. Nur nochmal zur Information, das hat jetzt 5 Minuten geruht, das wird dadurch nicht kalt. Ihr könnt euch vorstellen, außen ist natürlich viel mehr Temperatur wie innen. Und jetzt zieht es natürlich noch langsam nach. Wenn ich jetzt das Thermometer reinstecken würde, hätte es mit Sicherheit 57, 58 Grad. Das wollen wir. Jetzt haben wir hier zwei wunderbare Brüste, die werden wir jetzt mal anschneiden. Natürlich ein schön scharfes Messer ist von Vorteil. Sind herrlich medium, wie sie sein sollen. Zur Mitte ein bisschen mehr. Und da kann man jetzt diesen Rosmarin so leicht drauf bröseln. Der knackt so richtig schön, richtig angenehm im Mund. Dann etwas Salz, ein Hauch Chili, habe ich sehr gerne. Und ganz leicht Pfeffer. Perfekt. Jetzt kommt wieder der Probierer, ich bin schon gespannt. Butterzart. Herrlich. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Viel Spaß beim Nachgrillen. Abonniert meinen Kanal. Es kommen noch viel mehr Videos. Das war's wieder. Peter Zeidler Barbecue. Bis zum nächsten Mal.